Guten Morgen, liebe Kolonisten. Und ich würde sagen, weiter geht's direkt mit unserem Bau hier unten. Ich nehme übrigens immer jetzt zwei Folgen am Stück auf, damit es auch ein bisschen einfacher wird für mich. Und wie ich sehe, kommen die da nicht dran. Deswegen werden wir mal die Leiter hier weiterführen. Das lassen wir hier. Das kann hier jetzt alles in unseren Tank rein. Das Wasser ist verkeimt. Das werden wir jetzt nicht mehr ändern können. Und auch hier kommt jetzt ein Ziegel drüber. Und da, wenn ich das richtig sehe, liegt da noch Mist rum. Also Schmutz. Bitte alles aufwischen. Und sie schläft. Und wenn du da jetzt im Schlaf reinpinkelst, das gibt's ja nicht. So. Auf jeden Fall sieht's schon mal soweit ganz gut aus. Und jetzt würde ich sagen, schön leise, unsere Kolonisten wollen schlafen. Und was ist hier? Druckerzeugnis verfügbar. Oh ja. Frisches Wasser hätte ich gerne. Nein, schade. Wir könnten Algen, davon haben wir genug. Sandstein haben wir auch genug. Dann könnten wir, ich würde sagen, ja, graben und bauen oder Forschung. Graben könnte ich. Ich würde jemanden gebrauchen. Ich würde jemanden gebrauchen, der wirklich gut gräbt. Produktivität ging nicht. Ich würde tatsächlich ihn nehmen. Und lieber, jetzt muss ich gerade nochmal nach deinem Namen gucken. Daniel Strahm. Wenn es dich nicht stört, dann würde ich ihm gerne deinen Namen geben. Und das mache ich jetzt einfach mal. Damit auch du in dieser wunderbaren Kolonie vergeben bist. Der alte Mima kann den also in dem Fall natürlich der alte Daniel, kann den Anblick, kann nicht mit dem Anblick von Knien andere Leute ertragen. Okay, ja gut, da muss er dann durch und wir drucken uns einen Daniel. Ich würde sagen, auch gerade aufgrund deiner guten und sehr hilfreichen Kommentare, lieber Daniel, ich finde, jede Kolonie sollte ein Daniel haben. So, jetzt müssen wir erstmal unsere Betten hier wieder wegoptimieren. Und wir machen hier mal zwei Plätze zwischen frei und die schlafen hier alle ganz seelenruhig. Das Bett nehmen wir dem guten Helian weg oder ihm, je nachdem, wie man sieht. Und wir weisen es dem guten Daniel zu. Aber erstmal müssen wir ein Bett bauen. Dorthin bitte. Und das hier werden wir auch kopieren und dort hinstellen. Und dann werden wir dort ein paar Blümchen pflanzen. Wunderbar. Sehr schön. Dann möchte ich tatsächlich jetzt einmal, während sie schlafen, mit euch... Oh, der Strategielord hat Stress. Alle haben Stress. 29%. Ja, okay. Da, ja. Alles klar. Und sie steht schon wieder knietief in der... Okay, dann machen wir langsam weiter. Ja, die Toilette ist voll. Ah, super. Er duscht mit verkeimtem Wasser. Und wir gehen einmal durch... Die haben genug zu tun. Wir gehen jetzt einmal durch die Overlays durch. Zu wenig Kohle. Na toll. Gut, also wir gehen einmal durch die Overlays durch, damit ihr auch mal seht, was hier in unserer Kolonie aktuell Sache ist. Sauerstoff ist klar, hier unten ist wenig. Ist aber okay, da bringen wir jetzt erstmal nichts hin. Strom sieht auch ganz gut aus. Die Hauptleitung hier hat mehr als genug. Das passt auch. Temperatur finde ich aktuell auch noch gut. 25 Grad. Wir müssen hier oben halt aufpassen. Hier wird es kalt. Ich vermute übrigens, dass wir dort oben langsam in Richtung Weltraum kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwann hier oben hinzukommen. Materialien haben wir hier noch genug. Apropos Temperatur. Hier unten sehe ich noch nicht, dass wir irgendwo hinkommen, dass es kalt wird, aber hier. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier tatsächlich irgendwann am Ende angekommen sind. So. Was ist denn das hier? Das
Das sieht ja cool aus. Guck mal, hier ist auch noch Wasser. Der sieht ja... Das ist so ein schleimiger Alien. Och, ist das niedlich. Den wollen wir doch haben, oder? Och, der ist ja süß. So, jetzt lassen wir die mal weiter buddeln hier. Und in der Zeit gucken wir die restlichen Overlays an. Das Licht-Overlay, ja, das sieht jetzt echt ein bisschen... Okay, wir müssen Lampen bauen. Flüssigkeit. Ja, reden wir nicht weiter drüber. Lieber Daniel. Vielen Dank auf jeden Fall für das Kommentar. Das Wunderschönheits-Overlay ist nicht wunderschön. Unsere Stühle hier unten werden auch nicht fertig und die Tische. Dekoration Keime. Also ich finde es nach wie vor interessant, dass wir nicht so viele Keime haben wie gedacht. Also ich stelle mir das immer vor, dass wir noch mehr haben. Aber wir können aktuell noch ganz gut dagegen ankämpfen. Ja. Aktuell ja. Aber wir haben halt echt kein Wasser. Ne? Das ist momentan ein riesiges Problem. Das muss man halt auch ganz klar sagen. So, hier oben haben wir jetzt 1, 2, 3. Okay, das heißt, die Leiter noch ein wenig weiterbauen. Und dann werden wir hier weggraben. Sehr gut. Und dann können wir schon mal... Können wir schon mal gucken, wo wir das saubere Wasser einfüllen. Hier unten sind Keime. Hier macht es im Moment erstmal noch keinen großen Sinn. Wir müssten wahrscheinlich echt diesen Teil hier nochmal umbauen. Aber jetzt gucken wir erstmal bei den Pflänzchen. Betten sind da unten. Okay. Wir müssten wahrscheinlich echt Automatisierung. Das habe ich auch noch. Da habe ich mich noch tatsächlich gar nicht mit befasst. Wir können übrigens bereits ein Teleskop bauen. Klima brauchen wir auch noch nicht. Wir haben aber schon eine Raumheizung, falls es hier unten irgendwann mal kalt wird oder für hier oben. Da habe ich aber die Hoffnung, dass die Hitze, die hier produziert wird, hier oben ein bisschen mitheizt. Dann haben wir eine Landwirtschaftsstation. Wir haben so viel Kram, den wir noch bauen müssen. Was ist der Wahnsinn? Ein Parkschild. Kantinentisch haben wir gemacht. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir hier mal ein paar Lampen bauen. Gerade hier unten beim Duschen, das finde ich ja immer, das finde ich ja tatsächlich ein bisschen grenzwertig. Wir gucken mal, dass wir da eine Lampe hinsetzen. Und die natürlich auch mal mit Strom anschließen. So. Dann gucken wir jetzt allgemein mal, dass wir einfach mal ein paar Lampen platzieren. Da haben wir welche. Hier können wir eine Lampe hinsetzen. Hier hinten bei der Forschung. Da können wir auch gut Lampen bauen. Dann hier das Kabel weiter. So, das daran. Ansonsten würde ich sagen, brauchen wir erstmal keine Lampen. Das kann ruhig erstmal so weitergehen. Alles klar. Ja, wie gesagt, hier müssen wir jetzt echt mal umplanen. Und ich würde tatsächlich sagen, wir reißen das alles wieder ab, was wir hier gebaut haben. Wir brechen das hier alles ab und zerlegen das auch alles. Auch die ganzen Dinger. Und bauen hier die Ziegel weiter und graben das auch weg. So. Und dann werden wir uns hier was komplett Neues hinbauen. Ich weiß noch nicht was, aber wir werden uns da was komplett Neues hinbauen. Ich hoffe mal, dass dieser Tank noch reicht. Ansonsten werden wir irgendwann einfach hier unten ein Loch buddeln, dann lassen wir das einfach hier alles mit reinlaufen. Das ist hier ist eh schon Dreck und das, was wir noch machen müssen, ist das hier. Das müssen wir ernten. Autoernte. Ja, diesen Mehlholzsamen, die da unten wachsen. Das ist auch wichtig. Hier tropft Wasser runter, Phosphorit. Da wird auf jeden Fall sauberes Wasser produziert, aber da kommen wir schlecht ran. Wegen diesem dreckigen Wasser hier. Ich dachte, da wäre ein Kolonist runtergefallen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So,
Priorität ist hier auf 5. Trotzdem würde ich das jetzt hier wieder auf 9 setzen. So. Ja, unzureichende Sauerstoffproduktion hier. Okay, maximaler Gasdruck. Aber das ist ja noch sehr atembar, das ist ja okay. Wie sieht es mit dem Essen aus? 28.000, das müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Aber noch geht's. Ja, jetzt kommen sie da natürlich nicht runter. Leiter und Priorität 9 bitte. So. Und während die hier bauen, gucken wir mal weiter, was wir hier noch als Aufträge geben können. Veredeln. Okay. Düngerfabrikator brauchen wir aktuell nicht. Wie gesagt, wir müssen erst jetzt hier prioritär dieses Wasserproblem lösen. Und wenn wir das gelöst haben, dann ist es wirklich so, dass ich sage, also wir können uns um den Rest kümmern. Einmal hier die Flüssigkeit noch aufwischen. Auch Priorität 9. Sehr gut. So. Dann planen wir hier oben mal direkt unsere zweite Toilette. Das, wie gesagt, ich finde, das passt hier eigentlich ganz gut. Sanitär. Eine Toilette. Da haben wir ja gesagt, die bauen wir nach hier. Und direkt daneben kommt Gesundheit. Achso, das war Gesundheit nicht für euch, sondern für meine Frau, die sitzt nebenan und arbeitet. Und wo habe ich denn jetzt Wo ist er denn hin? Wo ist er hin? Ethanol-Destille? Ja, also die, also sowas geht gar nicht. Wir haben noch nicht mal eine Schnapsbrennerei hier. Die bauen wir hier oben zum Eis. Können wir uns direkt hier oben frisches Eis holen. Ethanol-Destille. Ah, schön. Was macht das Ding nochmal? Kleine Gebiete zu kühlen. Ah, okay. Ach, wie süß. Das ist ja cool. Der schrubbt da wirklich per Hand rum. Na denn. Okay, Moment. Also ihr braucht jetzt hier gerade nicht, wir können die Batterien. Wir können hier ruhig sagen, Batterieladeschwelle 80%. Obwohl. Ja, doch, das müsste passen. Ich hoffe, ich habe keinen Denkfehler drin mit 80%. Das lassen wir mal so. Okay, so, das haben wir fertig. Jetzt müssen wir uns echt mal darum kümmern. Flüssigkeit ist okay, passt. Schön. So, okay, also. Jetzt kommen ein paar Bauaufträge auf uns zu. Dies Keim-Overlay, das Ding müssen wir aufräumen und das hatte bitte Priorität 9. Das muss weg. Hier. Das soll bitte als erstes da weg. Na bitte. Sehr schön. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier erstmal keine Keime. Das gefällt mir tatsächlich ganz gut. So, dann werden wir mal gucken, dass wir uns jetzt hier... Oh, das ist ja verkeimt hier oben. Schleimlunge? Eieieiei. Wo kommt das denn her, das Zeug? Das ist hier überall. Wir müssen hier dicht machen. Was denn das? Eieieiei. Okay. Das ist ja der Wahnsinn. Priorität 9 bitte. Gast hier aus und strömt dann hier überall rein, hier auch. Boah.
1 Million Keime. Das ist ja der Wahnsinn. Und die kriegen wir nicht gefiltert, beziehungsweise schreibt gerne mal in die Kommentare, wie wir die Keime rausfiltern. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber jetzt bauen wir erstmal unser Wassersystem neu auf. Okay, so, das haben wir. Und wir waren dabei, jetzt hier erstmal ein Waschbecken zu bauen. Und das machen wir jetzt erstmal zu Ende. Also, wir nehmen uns das Waschbecken und werden es klonen und dahin setzen. Gut. Rohre. Machen wir sie. Sanitär. Also. Hier muss frisches Wasser ran. Wir gehen immer noch erstmal davon aus, dass das Frischwasser. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist frisches Wasser. Nein, das ist das dreckige Wasser. Und das hier müsste dann entsprechend, sagen wir mal, das Frischwasser sein. Das kommt hier raus, geht da rein. Genau. Das heißt, wir brauchen einen Ausgang und einen Eingang. Also da jeweils. Und dann gibt es einen Ausgang. Den da. Und der kann da unten ran. Dann haben wir das angeschlossen. Sehr schön. Nächster Punkt ist Wassertank. Wir bauen hier einen Wassertank. Dann werden wir einen Filter bauen und mehrere Pumpen. So, erstmal eine Handpumpe, die hier reinkommt. Das machen wir mal 2 tiefer. Ich bin mir nicht sicher, wie schnell sich das füllen wird, das Ganze. Das können wir im schlimmsten Fall immer noch umsetzen. Das Wasser, das lassen wir dann langfristig auslaufen. Dann brauchen wir dort eine Pumpe und dort eine Pumpe. So. Der nächste Schritt ist diese Pumpe. Moment, wir brauchen hier erstmal eine Leiter noch. So. Die Pumpe schließen wir an das Wassernetz an. Ich hoffe, da habe ich jetzt nicht groben Mist gebaut, indem ich... Na, doch, das geht. Gut. Da hoch. Daran, dann haben wir zumindest den Wasseranschluss. Und hier setzen wir auch noch eine Leiter nach oben. Okay. Dann wird das Wasser hier jetzt weggepumpt. Okay, passt. Dann lassen wir den Raum erstmal 2 hoch. 1, 2. Und werden hier noch einen kleinen Platz hinsetzen. Das kommt noch alles weg. Und dann das Ding wird bitte einmal nach dort kopiert. Ja, das kommt noch. Das muss ja erst noch alles gebaut werden, das ist klar. Und dann geht das Rohr da hoch. Na, also nicht ganz so schief, bitte. Und hier bauen wir jetzt einen Wasserauslass. Dahin. Und da kommt dann... Nein, dieses Rohr war falsch. Das Rohr nicht ran. Da, obwohl es eigentlich auch egal ist. Ja, es ist eigentlich egal. Doch, das ist eigentlich eine gute Idee. Doch, doch, das passt. Das machen wir so. Das schließen wir hier einfach direkt mit an. Doch, das ist gut. Hier unten kommt es mit. Dann können wir uns tatsächlich. Doch, das ist tatsächlich keine so schlechte Idee. Dann können wir uns das hier alles ersparen. Das ist gut. Und hier oben kommt.
noch eine Leiter rüber, sodass die auch hier rüber kommen. Okay, sehr schön. Dann haben wir den Teil. Hier ist jetzt natürlich... Ah, das ist Schleim. Ah, ich bin mir echt unschlüssig, ob wir das wirklich... Ob wir das hier echt abbauen sollten. Denn aus dieser Schleim... Ah, der hat so viele Keime. Das lassen wir mal bleiben. Nee, das müssen wir mal bleiben lassen hier. Das bauen wir nicht ab. Wir graben nur die Sachen hier weg. Das ist mir ansonsten echt zu unsicher. Okay. Das war es mit der nächsten kleinen Aufnahmestaffel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Verbesserungsvorschläge bitte in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.